Was sich in der vergangenen Nacht über dem Iran abgespielt hat, wird in die Militärgeschichte eingehen. Zum ersten Mal seit dem Iran-Iran-Krieg in den 1980er Jahren durchdrangen feindliche Kampfjets ungehindert den iranischen Luftraum und demonstrierten dabei eine militärische Überlegenheit, die selbst Experten überraschte. Stundenlang beherrschten israelische Kampfflugzeuge den Himmel über dem Iran. Sie flogen 3 präzise koordinierte Angriffswellen, trafen militärische Schlüsselziele in mehreren Provinzen und kehrten dann unbeschadet wieder zurück. Und die vielgepriesene iranische Luftabwehr? Machtlos. Die angeblich modernsten russischen Luftverteidigungssysteme? Nicht aktiv oder wirkungslos. Nach wochenlangen Vorbereitungen schlug Israel zurück und griff die militärische Infrastruktur des Iran an. Der Angriff wurde akribisch geplant und in 3 Wellen mit etwa 2 gemeldeten Zielen durchgeführt. Die Operation Tage der Buße begann kurz nach Mitternacht. F-16, F-15 und F-35 Kampfjets konnten die Angriffe mit ihren Sparrow-Luftbodenraketen unbehelligt vom irakischen und syrischen Luftraum aus durchführen, da die dortige Luftabwehr in einer Vorfeldmission neutralisiert worden war. Die vor allem auf russischen S-300 und S-400 basierende Flugabwehr der Iraner selbst versagte nicht nur komplett, sie wurde auch größtenteils einfach ausradiert. Irans Flugabwehrnetzwerk konzentrierte sich zum Großteil im Raum Teheran mit Punktverteidigungssystemen für bestimmte strategische Einrichtungen an anderen Stellen des flächenmäßig riesigen Landes. Iran ist nämlich mit einer ähnlichen Abdeckungsproblematik konfrontiert wie auch Russland. Das Rückgrat der iranischen Flugabwehr bildet dabei das Netz von S-300 Radargeräten, die Luftziele in einer Entfernung von 150 bis 600 Kilometern erfassen können. Eines davon wurde von Israel bereits im April bei Isfahan zerstört. 4 weitere waren um Teheran herum stationiert und wurden nun alle zerstört. Weitere Batterien sollten den internationalen Flughafen und die Energieinfrastruktur für Öl und Gas im Bandar-Imam-Komplex schützen. Auch diese Batterien scheinen eliminiert worden zu sein. Die Infrastruktur wurde allerdings vorerst nicht angegriffen, damit Teheran klar ist, dass seine Gas- und Ölanlagen nun schutzlos ausgeliefert sind, er aber durch sichtbare Schäden und tagelange Brände nicht zu öffentlich wirksamen Vergeltungsmaßnahmen gezwungen ist. Der gestrige Angriff hat eine klare Botschaft über die Art der Folgeangriffe gesendet, falls der Iran sich zu einer Vergeltungsaktion entschließen sollte. Die mobilen S-300 S-400 Radare wurden durch das große Resonanzradarsystem ergänzt, das als primäres Frühwarnsystem mit einer enormen Reichweite von über 1000 Kilometern diente und angeblich auch Tatkappenflugzeuge aufspüren konnte. Ich habe euch darüber in meinem Video über den Missionsablauf eines potenziellen Angriffs auf die iranischen Nuklearanlagen berichtet. Unbestätigten Berichten zufolge wurde dieser Radarkomplex nun ebenfalls zerstört, was zur Folge hätte, dass der Iran praktisch blind ist. Sollte sich dies wirklich bestätigen, würde die israelische Luftwaffe ab jetzt für jede Folgeoperation über ein extrem hohes Maß an Luftüberlegenheit und über die Fähigkeit verfügen, fast jedes Ziel auf iranischem Boden auszuschalten, inklusive der Nuklearanlagen. Im Grunde entsprach Tage der Buße also dem Muster einer Vorbereitungsmission wie der von mir Anfang diesen Monats beschriebenen ersten Phase eines Angriffs auf die Öl- und Nuklearanlagen. Somit ist bewiesen, dass Israel diese Angriffe nun problemlos ausführen könnte, wenn es sich dazu entschließt und eventuell grünes Licht aus dem Weißen Haus erhält. Aber wartet, denn das war nicht alles. In der zweiten gestrigen Angriffswelle waren dann die Fertigungsanlagen für Raketen und Drohnen an der Reihe. Satellitenbilder, die heute Morgen aufgenommen wurden, zeigen das Ausmaß der Schäden der israelischen Präzisionsschläge an Depots und Mischanlagen für feste Raketentreibstoffe. Dabei wurden mindestens 12 wertvolle Planetenmischer zerstört, die notwendig sind, um die festen Raketentreibstoffe so zu vermischen, dass die Brennstoffkonzentration überall gleichmäßig ist, damit es zu keiner unkontrollierten Entzündung während der Lagerung oder des Abschusses kommt. Bei diesen Industriemischanlagen handelt es sich nicht nur um einen unverzichtbaren Teil der Prozesskette zur Herstellung ballistischer Raketen, sondern auch um große und komplexe Maschinen, die einer strengen Ausfuhrkontrolle unterliegen. Der Iran hat unter Verstoß gegen Sanktionen Mischer aus Europa importiert und eine eigene Fabrik für deren Herstellung aufgebaut. Doch auch diese soll gestern zerstört worden sein. Die zweite Angriffswelle umfasste auch eine Drohnenfabrik und eine ehemalige Forschungsanlage des iranischen Atomprogramms. Mit diesem Angriff hat Israel also wirkungsvoll demonstriert, dass seine Luftwaffe ohne eigene Verluste die Fähigkeit des Iran ausschalten kann, ballistische Raketen und Drohnen herzustellen, wie eben jene, die bei den Angriffen im April und am 1. Oktober eingesetzt worden waren. Als Sahnehäubchen wurden dann in der dritten Welle noch Militäreinrichtungen der Islamischen Revolutionsgarden in Teheran und 2 weiteren Provinzen bombardiert.
Mindestens 2 Offiziere der iranischen Luftverteidigungskräfte kamen dabei ums Leben. Jerusalem ging es also darum, ein Zeichen zu setzen, dass man vollkommen in der Lage ist, sowohl die Luftverteidigung als auch das offensive Bedrohungspotenzial des Iran jederzeit und quasi mit einem Fingerschnippen präzise auszuschalten, wenn man es nur wollte. Und der Iran könnte nichts dagegen unternehmen. Auf der anderen Seite wurde das sichtbare und im Iran öffentlich wahrgenommene Ausmaß der Angriffe und Schäden gering gehalten, sodass das Mullah-Regime gegenüber der Bevölkerung noch sein Gesicht wahren kann und aus Gründen des Machterhalts nicht gezwungen ist, einen weiteren Vergeltungsschlag auszuüben. Das heißt, Israel setzte auf minimale Show mit maximaler strategischer Wirkung. Das genaue Gegenteil der iranischen Angriffe auf Israel. Genau so, meine lieben Zuschauer, sieht effektive Abschreckung und eine wirkliche Eskalationskontrolle aus. Jerusalem hat die Eskalationsspirale gezielt unterbrochen, dem Feind aber klargemacht, dass es über die Macht verfügt, sie jederzeit weiterzudrehen, wenn er nicht spurt. 26.10.2024. Israels Schlag gegen den Iran war historisch, aber er ist nicht das Ende von irgendwas. Die kalibrierten Angriffe zielten darauf, die Verwundbarkeit der iranischen Luftverteidigungssysteme bloßzustellen und gleichzeitig die Legitimität gegenüber den USA für die unvermeidlichen nächsten Runden zu erhöhen. Der Schlag hat die iranische Raketenindustrie getroffen, indem er Fabriken, Depots und Abschussvorrichtungen und Forschungseinrichtungen ins Visier nahm. Eine direkte Reaktion auf den Beschuss vom 1. Oktober. Außerdem wurde die Verwundbarkeit der iranischen Luftabwehrsysteme aufgedeckt, die von der israelischen Luftwaffe zu Beginn der Angriffe neutralisiert wurden und die gegen zukünftige intensivere und umfassendere Operationen wahrscheinlich nichts ausrichten könnten. Und Fakt ist, rund 20 militärische Ziele fernab von Israel in einem Riesenland wie Iran anzugreifen, erfordert eine umfangreiche Koordination. Vor allem, wenn nur militärische Einrichtungen angegriffen werden, bleibt die Reaktion eventuell begrenzt und ist dennoch stark und effektiv. Die Iraner wurden durch die Explosion der israelischen Angriffe in mindestens 3 Provinzen geweckt, darunter in Teheran selbst. Sie erlebten eine Nacht voller lauter Explosionen und beobachteten sie von ihren Dächern aus. Das Regime hatte seine Untertanen bewusst nicht in Luftschutzräume geschickt, denn sie wussten, dass Israel nur militärische Ziele angreifen würde. Regierungsnahe iranische Kommentatoren machten sich in den sozialen Medien über Israel lustig, indem sie sagten, dass die Iraner im Gegensatz zu den Israelis, die sich während der letzten iranischen Raketenangriffe in Bunker geflüchtet hatten, auf ihren Dächern saßen und den Feuerwerkskörpern zusahen. Analysten sagten, dass die Versuche der Regierung in Teheran, die Iraner davon zu überzeugen, dass die israelischen Luftangriffe keine große Sache seien, ein Versuch sein könnte, der Regierung eine Ausstiegsmöglichkeit aus der Eskalationsspirale zu ermöglichen, wenn sie sich entscheidet, nicht zu reagieren und die Gefahr eines größeren Krieges zu vermeiden. Und viele Iraner feierten geradezu, dass die Einrichtungen der verhassten islamischen Revolutionsgarden in Schutt und Asche gelegt werden. Schließlich hatten die Israelis immer wieder betont, dass nicht das iranische Volk ihr Feind sei, sondern vielmehr das islamische Regime, von dem es ja selbst unterdrückt wird. Von Qom bis Isfahan, von Shiraz bis Tabriz leben Dutzende von Millionen guter und anständiger Menschen mit einer tausendjährigen Geschichte hinter und einer glänzenden Zukunft vor sich. Lasst nicht zu, dass eine kleine Gruppe fanatischer Theokraten eure Hoffnungen und Träume zerstört. Ihr verdient etwas Besseres. Eure Kinder verdienen etwas Besseres. Die ganze Welt verdient etwas Besseres. Ich weiß, dass ihr die Vergewaltiger und Mörder der Hamas und Hisbollah nicht unterstützt, aber eure Führer tun es. Das iranische Volk sollte wissen, Israel hält zu euch. Wenn der Iran endlich frei ist, und der Moment wird viel früher kommen, als die Leute denken, werden unsere beiden alten Völker endlich wieder gemeinsam in Frieden und Wohlstand zusammenleben. Benjamin Netanyahu am 30. September 2024. Israel schwächt das islamische Mullah-Regime Schritt für Schritt, schält es Schicht für Schicht wie eine Zwiebel ab. Jerusalems Fokus liegt derzeit noch immer auf der Vernichtung der Proxys, der Hamas, Hisbollah und der Houthis und der Befreiung der von ihnen in Geiselhaft genommenen Länder, die sie wie Parasiten befallen haben, die einen Organismus aussaugen, zugrunde richten und nur nutzen, um ihre Krankheit weiter zu verbreiten. Was wir jedoch heute gesehen haben, ist weit mehr als nur Israels Vergeltung für den Raketenangriff vom 1. Oktober.
Es handelt sich um eine strategische Machtdemonstration, die gleich mehrere Botschaften sendet. Erstens an Teheran, dass seine militärischen Fähigkeiten weitaus schwächer sind, als es immer behauptet. Zweitens an Moskau, dass seine Militärtechnologie der westlichen unterlegen ist und Putins Plan, mit Hilfe der durch den Iran geschürten Konflikte im Nahen Osten vom Krieg in Europa abzulenken, zum Scheitern verurteilt ist. Drittens an die ganze Region, dass Israel in der Lage ist, seine Gegner auch weit hinter ihren Grenzen zu treffen. Und viertens, dass es im diplomatischen Pokerspiel mit Washington verantwortungsvoll handeln und gleichzeitig strategisch gewinnen kann. Vielleicht war dies sogar der größte Coup Netanjahus, denn was genau ich damit meine, werdet ihr gleich erfahren. Zumindest die Fakten sprechen für sich. Rund 100 israelische Kampfjets führten einen perfekt koordinierten Angriff über eine Distanz von über 2000 Kilometern durch. Sie trafen etwa 20 militärische Ziele, von Luftabwehrstellungen bis zu geheimen Raketenbasen und Fertigungsanlagen für Drohnen und ballistische Raketen. Und all das, ohne auch nur ein einziges Flugzeug zu verlieren. Die iranische Führung versucht nun verzweifelt, den Schaden herunterzuspielen. Die staatlichen Medien sprechen von begrenzten Schäden und zeigen demonstrativ Bilder vom normalen Alltagsleben in Teheran. Doch diese mediale Schadensbegrenzung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass in dieser Nacht ein Mythos zertrümmert wurde. Der Mythos der unüberwindbaren iranischen Luftverteidigung und gleichzeitig der russischen Militärtechnologie. Also, lasst uns im heutigen Video genau untersuchen, was dieser israelische Präzisionsschlag über die wahren militärischen Kräfteverhältnisse im Nahen Osten und darüber hinaus auch geostrategisch aussagt. Wieso für Jerusalem gerade diese Form der Vergeltung der beste strategische Coup gewesen sein könnte. Und vor allem, was bedeutet es für die Zukunft der Region, wenn sich die militärische Achse zwischen Moskau und Teheran als so verwundbar erweist? Und bevor wir loslegen, stärke ich mich natürlich erstmal mit einem lecker frischen Drink von Holy. Heute gibt es mal wieder den Raspberry Raptor. Gut schütteln. Aber halt, wichtige Mitteilung. Holy hat jetzt nämlich ganz passend zu Halloween den brandneuen Energy Flavor Blood Orange Bad. Also die Fledermaus mit der saftigen Blutorange, einer Kerze, einem Shaker, der im Dunkeln glüht und einem stylischen T-Shirt. Genussvolles Gruseln, das ihr euch jetzt zu Halloween auf keinen Fall entgehen lassen solltet, falls ihr Süßes und Saures genauso liebt wie ich. Viele von euch haben mein Lieblingsgetränk ja schon ausprobiert und sind ebenso begeisterte Genießer geworden wie ich. Das lese ich ja immer wieder in den Kommentaren, in denen mir viele Zuschauer schreiben, wie lecker die verschiedenen Geschmacksrichtungen von Holy ihnen schmecken. Aber allen, die es noch nicht ausprobiert haben, empfehle ich wirklich dringend, keine Sekunde mehr zu zögern. Wieso? Nun, ich liebe Holy, weil es echt geil schmeckt und die perfekte Alternative zu diesen ganzen Junk-Softdrinks und all den ungesunden, mit Taurin, Zucker oder Aspartam vollgestopften Energy-Drinks oder Eistees darstellt. Die meisten Geschmacksrichtungen sind schön sauer und das macht ja bekanntlich lustig. Mir helfen sie aber vor allem gegen den Heißhunger, denn wenn ich Lust auf was Süßes habe, mache ich mir einen Holy Drink und vertreibe damit den Heißhunger nicht nur kurz, sondern auch langfristig. Kein schlechtes Gewissen mehr bei vollem Geschmack und voller Funktion. Und das Beste, für die Erstbestellung bekommt ihr jetzt mit meinem Rabattcode REICHE5 einmalig 5 Euro Rabatt. Für Folgebestellungen solltet ihr dann meinen 10% Rabattcode REICHE nutzen. So maxt ihr alle Rabatte aus und unterstützt gleichzeitig meine Arbeit. Kleiner inoffizieller Tipp am Rande, mir schmeckt es am meisten, wenn ich zur Zubereitung nur die halbe Menge nehme. Das heißt, ihr könnt aus einer Packung locker die doppelte Zahl an Drinks rausholen als angegeben. Aber das nur unter uns. In Kombination mit meinen Rabattcodes werdet ihr also herausfinden, dass Holy in Wirklichkeit ziemlich günstig ist. Also nichts wie los, klickt jetzt auf meinen Link in der Beschreibung unter dem Video und lasst uns danach frisch gestärkt sofort mit unserem Thema weitermachen. Teherans hilflose Luftabwehr. Die iranische Staatsführung wollte es der Welt nicht eingestehen, aber die Bilder aus dieser Nacht sprechen eine eindeutige Sprache. Die hochgelobte iranische Luftverteidigung, angeblich eine der modernsten der Welt, war den israelischen Kampfjets hoffnungslos unterlegen. Und das selbst über der iranischen Hauptstadt Teheran. Die israelische Luftwaffe beherrschte den iranischen Luftraum praktisch nach Belieben. Etwa 100 Kampfjets führten ihre Mission über eine Entfernung von fast 2000 Kilometern durch, drangen in den iranischen Luftraum ein und trafen ihre Ziele in drei präzise koordinierten Angriffswellen. Und das ohne einen einzigen Verlust. Die bittere Wahrheit für Teheran lautet deswegen, das Regime hat Milliarden in ballistische Raketen investiert, aber seine Luftverteidigung sträflich vernachlässigt. Besonders peinlich, nach
Angaben von zwei iranischen Offiziellen, darunter ein Mitglied der Revolutionsgarden, wurden sogar die S-300 Luftverteidigungssysteme des Imam Khomeini International Airport, einem der bestgestützten Standorte des Landes, ausgeschaltet. Zwei iranische Amtsträger, einer davon ein Mitglied der Revolutionsgarden, sagten, dass unter den angegriffenen Einrichtungen in der Provinz Teheran auch die S-300 Luftabwehr des internationalen Flughafens Imam Khomeini war, die Teile der ausgedehnten Hauptstadt verteidigt. Die mit den Angriffen vertrauten Amtsträger baten darum, nicht namentlich genannt zu werden, da sie nicht befugt seien, öffentlich zu sprechen. Wie hilflos die iranische Luftabwehr tatsächlich war, zeigt sich auch darin, dass die israelischen Jets eine volle Stunde lang ungehindert operieren konnten. Die iranischen Streitkräfte versuchten sogar mit gewöhnlichen Flugabwehrkanonen gegen die hochmodernen israelischen Präzisionswaffen vorzugehen. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Die technische Überlegenheit der israelischen Luftwaffe manifestierte sich in jedem Aspekt der Operation. Von der elektronischen Kriegsführung über die Präzision der Angriffe bis zur taktischen Koordination. Ein Lehrbuchbeispiel moderner Luftkriegsführung und eine schmerzhafte Lektion für Teheran. Daher kann man guten Gewissens sagen, der Iran hat in dieser Nacht viel mehr verloren als nur einige militärische Einrichtungen, nämlich den Mythos seiner militärischen Unverwundbarkeit aus der Luft. Doch die eigentliche Frage lautet, was bedeutet diese entlarvende Schwäche der iranischen Luftverteidigung für das gesamte Machtgefüge im Nahen Osten? Und vor allem, welche Rolle spielt dabei die offensichtliche technologische Unterlegenheit der eingesetzten Militärsysteme? Genau das werden wir uns jetzt anschauen. Putins gescheiterte Militärallianz. Diese Nacht hat nicht nur die militärische Schwäche des Iran entlarvt, sie hat auch die Grenzen von Putins Ambitionen im Nahen Osten schonungslos offengelegt. Denn was wir hier gesehen haben, ist das spektakuläre Versagen einer Militärallianz, die Russland und der Iran in den letzten Jahren systematisch aufgebaut haben. Israel erkennt nämlich zunehmend, dass Russland sein Feind ist. 24. Oktober 2024. Russland lieferte Zieldaten für den Angriff der Houthi auf die globale Schifffahrt. Russland lieferte den jemenitischen Houthi-Rebellen Zielinformationen, als sie Anfang des Jahres westliche Schiffe im Roten Meer mit Raketen und Drohnen angriffen und somit der vom Iran unterstützten Gruppe dabei halfen, eine wichtige Arterie für den Welthandel zu terrorisieren und die Region weiter zu destabilisieren. Putins Unterstützung der Terroristen unterstreicht eine tektonische Verschiebung seiner Strategie im Nahen Osten. Putin hat die Beziehungen zum Iran angestärkt, während er seiner langjährigen Beziehung zu Israel und Premierminister Benjamin Netanyahu die kalte Schulter zeigt. Israel befindet sich in einem wachsenden Konflikt mit dem Iran und der von ihm unterstützten Milizen in der Region wie der Hamas im Gazastreifen, der Hisbollah im Libanon und den Houthis im Jemen. Putin hat die USA und Israel wegen des Gaza-Konflikts angegriffen. Vor einem Jahr haben die Houthis begonnen, Schiffe anzugreifen, die mit Israel und seinen Verbündeten in Verbindung stehen. Diese strategische Neuausrichtung Moskaus wird besonders deutlich, wenn wir uns anschauen, wie Russland in den letzten Monaten aktiv gegen israelische Interessen gearbeitet hat. Doch was ist diese strategische Partnerschaft wirklich wert, wenn sie im entscheidenden Moment versagt? Die iranische Luftverteidigung, die zu großen Teilen auf russischer Technologie basiert, konnte die israelischen Angriffe nicht einmal verzögern, geschweige denn aufhalten. Dabei galt der iranische Luftraum auf dem Papier als einer der am besten geschützten der Nahostregion. Ganze 4 S-300-Bataillone, die durch Dutzende russische SA-22 und iranische Somkhordat und Bava-373-Systeme die iranische Version des S-300 ergänzt werden. Doch nun zeigt sich, dass das alles scheinbar wertlos ist, wenn es mit einem modernen Widersacher wie der israelischen Luftwaffe zu tun bekommt. In der Tat hat sich nun schon wieder, wie auch im April, herausgestellt, dass Irans Luftverteidigungssysteme selbst hochgradig verwundbar sind. 22. April 2024. Irans Kauf von Luftabwehrsystemen aus Russland geht nach hinten los. Beim israelischen Angriff auf den Iran wurde ein russisches S-300 Luftverteidigungssystem zerstört, was eine mögliche Blamage für das in Moskau entwickelte System darstellt, das einem wichtigen Verbündeten des Kremls zur Verfügung gestellt wurde. Und vielleicht war genau dies ein Grund dafür, wieso der Iran sie bei diesem Angriff eventuell absichtlich nicht einsetzen wollte. Denn dann wäre sowohl der Gesichtsverlust als auch der reale materielle Verlust noch größer gewesen. Oder frei nach Radio Erevan. Frage: Verfügt der Iran über eine funktionierende Luftverteidigung? Antwort: Im Prinzip ja. Zumindest so lange, bis er sie einsetzt. Aber mal im Ernst: Die Konsequenzen dieser Nacht reichen weit über den Nahen Osten hinaus.
Sie werfen auch ein Schlaglicht auf den Kriegsschauplatz in Europa, wo russische Luftverteidigungssysteme ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Für Putin ist es ein doppeltes Debakel. Seine Militärtechnologie hat nicht nur vor den Augen der Weltöffentlichkeit versagt. Der israelische Angriff hat auch demonstriert, dass Russland seinen Verbündeten im Ernstfall keinen effektiven Schutz bieten kann. 8. August 2024. Russland riskiert mit der Lieferung an den Iran den Ruf seiner Waffensysteme. Inmitten der angespannten Lage zwischen Teheran und Israel hat Russland Berichten zufolge mit der Lieferung von Radaren und Luftabwehrsystemen an die Islamische Republik Iran begonnen. Dieser Schritt könnte das Risiko in sich bergen, dass weitere Schwachstellen in den fortschrittlichen russischen Systemen aufgedeckt werden, zumal Israel bereits bewiesen hat, dass es in der Lage ist, russische Luftabwehrsysteme im Iran anzugreifen. Iran ist an der Anschaffung des strategischen Langstrecken-Luftabwehr-Raketensystems S-400 interessiert. Teheran hat 2016 fortschrittliche S-300 PMU-2-Systeme aus Moskau erworben und betreibt außerdem russische Buk- und Tor-Systeme mit kurzer und mittlerer Reichweite. Denn entweder haben Teherans russische Luftabwehrsysteme einfach versagt, was bedeuten würde, dass nach diesem Debakel Teheran kaum noch Vertrauen in sie haben wird, wie auch alle anderen Kunden der russischen Rüstungsindustrie, oder aber sie wurden wie gesagt absichtlich nicht aktiviert, weil sie einfach zu wenige davon haben und es besonders schmerzhaft wäre, wenn die Israelis sie jetzt schon während dieser kleinen Demonstration ausschalten würden. Beide Alternativen stellen ein Debakel sowohl für Teheran als auch für Moskau dar. Denn Putin verfügt noch nicht mal über genügend Systeme, um strategisch wichtige Objekte im eigenen Land vor ukrainischen Angriffen zu schützen. Und das ist etwas, was immer wichtiger wird. Die Ukraine hat gerade jetzt die Tests ihrer neuen ballistischen Rakete HREM-2 erfolgreich abgeschlossen. Diese soll über eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern verfügen und einen Sprengkopf von bis zu 500 Kilogramm tragen können. Russische Fabriken, Lagerhäuser und Flugplätze werden ihre ersten Ziele sein. 25. Oktober 2024. Ukraine bestätigt erfolgreiche Tests der taktischen Rakete HREM-2 für den zukünftigen Einsatz gegen Russland. Das Design der Rakete spiegelt auch die Flexibilität im Einsatz wider, da sie von mobilen Plattformen ausgestartet werden kann und in der Lage ist, verschiedene Sprengköpfe zu tragen. Dank dieser Anpassungsfähigkeit kann sie in dem Konflikt sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden und Nachschubrouten, Kommandozentralen und andere wichtige russische Militäreinrichtungen ins Visier nehmen. Militärexperten zufolge ermöglicht ein Raketensystem wie die HREM-2, dass die Ukraine unabhängigere Militäroperationen durchführen kann, ohne dass sie eine Genehmigung für vom Westen gelieferte Langstreckenwaffen benötigt. Doch die eigentliche Frage lautet: Was bedeutet dieses Versagen der russisch-iranischen Militärkooperation für die Zukunft? Welche strategischen Optionen bleiben Putin und seinen Verbündeten überhaupt noch? Nun, eines muss uns klar sein. Israels militärische Choreografie hatte eine wichtige psychologische Komponente. Sie zielte darauf ab, dem Iran seine strategische Verwundbarkeit vor Augen zu führen. Die Tatsache, dass israelische Jets stundenlang ungehindert über iranischem Territorium operieren konnten, war eine schmerzhafte Demütigung für das Regime, das seinen Bürgern militärische Stärke und Unverwundbarkeit verspricht. Wobei es vor allem noch wichtiger ist, dass die Mullahs selbst zumindest noch das Gefühl der Sicherheit aus der Luft hatten, nach all den Eliminierungen, die Jerusalem in letzter Zeit bei ihren Proxys durchgeführt hat. Tja, auch dieses Gefühl dürfte nun Vergangenheit sein. Doch die Botschaft ging weit über Teheran hinaus. Sie war auch eine klare Ansage an Putin. Russland hat in den letzten Monaten aktiv versucht, Israel zu erpressen und sogar aktiv zu schaden, etwa durch die Weitergabe von Zieldaten an die Houthis für ihre Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer. Zahlreiche Funde moderner russischer Waffen bei der Hezbollah hatten in letzter Zeit Jerusalem darüber hinaus immer mehr verdeutlicht, welches Spiel die Russen hier wirklich spielen. Der Kreml setzte dabei auf eine Strategie der asymmetrischen Kriegsführung durch Stellvertreter. Damit wurde klar, dass Netanjahus jahrelange Strategie, es sich nicht mit Moskau zu verscherzen, gescheitert ist. Dabei ging es ihm vor allem darum, mit den russischen Kräften in Syrien gegen ISIS und Hezbollah kooperieren zu können. Aber Israel unternimmt nun harte Schritte, damit es auf diese Kooperation nicht mehr angewiesen ist. Einer davon ist die Neutralisierung der Hezbollah an sich. Und ein weiterer ist eben der heutige Angriff Israels auf den Iran. Denn er demonstrierte eindrucksvoll die Grenzen der Moskauer Strategie. Weder russische Luftabwehrtechnologie noch russische Aufklärungssysteme konnten den Iran, Moskaus wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten, vor einem konventionellen Präzisionsangriff schützen. Die jedoch wichtigste Botschaft dieser Operation war jedoch ihr abgestufter Charakter.
Israel hat gezeigt, dass es über ein sehr breites Spektrum militärischer Optionen verfügt. Von begrenzten Präzisionsschlägen über äußerst imposante Geheimdienstoperationen bis hin zu potenziell vernichtenden Angriffen auf kritische Infrastruktur. Diese strategische Flexibilität, gepaart mit der demonstrierten technologischen Überlegenheit, verändert das Machtkalkül in der gesamten Region. Die neuen Kräfteverhältnisse. Israel verändert die Machtverhältnisse im Nahen Osten grundlegend und immer stärker. Den arabischen Ländern wurde nochmals demonstriert, mit wem sie sich verbünden sollen, um in Zukunft siegreich zu sein. 26. Oktober 2024. Dreifacher Unterton. Die Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten Israel in der Iran-Frage stillschweigend unterstützen. In einer Region, in der Bündnisse so kompliziert sind wie eh und je, haben Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten auf Israels jüngsten Militärschlag gegen den iranischen Stützpunkt mit Worten reagiert, die Bände sprechen. Nicht wegen dem, was sie sagen, sondern wegen dem, was sie ungesagt lassen. Es handelte sich nämlich nicht um die übliche Welle von Verurteilungen, die sich direkt gegen Israel richten. Stattdessen waren die Reaktionen bemerkenswert gemäßigt, fast neutral, was darauf hindeutet, dass sich unter diesen regionalen Mächten ein stiller Wandel vollzieht. Alle Länder verweisen zwar auf Souveränität und Deeskalation, vermeiden aber eine direkte Verurteilung Israels und betonen stattdessen die umfassenderen Bedrohungen für die regionale Stabilität. Die Schwäche der iranischen Luftverteidigung liegt nun offen zutage und mit ihr die Grenzen russischer Militärtechnologie. Teheran steht nun also vor einem strategischen Dilemma. Eine massive Vergeltung würde unweigerlich zu einem Krieg führen, den der Iran in seiner jetzigen Position nicht gewinnen kann. Das gilt auch für Aktionen wie zum Beispiel eine Blockade der Straße von Hormuz oder Angriffe auf saudische Ölanlagen. Und auch für Putin bedeutet diese neue Realität einen schweren Rückschlag. Seine Strategie, durch die Allianz mit dem Iran ein Gegengewicht zum westlichen Einfluss im Nahen Osten zu schaffen, ist Makulatur. Die offensichtliche Unterlegenheit russischer Militärtechnologie wird potenzielle Partner abschrecken und bestehende Verbündete zum Nachdenken bringen. Benjamin Netanyahu hat in seinem Pokerspiel jedoch auch gegen die Biden-Regierung gewonnen. Indem er zunächst Angriffe auf die iranischen Öl- und Atomanlagen in die Waagschale geworfen hatte, kann Washington jetzt behaupten, es hätte sich im Rahmen seiner Deeskalationspolitik mit der Forderung nach einer gemäßigten israelischen Antwort durchgesetzt. Doch Biden hat sich dies teuer erkaufen müssen. Die hastige Stationierung des modernsten und nur in knappen Stückzahlen verfügbaren amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in Israel unterstreicht den Statusgewinn Jerusalems. Das Abschreckungspotenzial der Mullahs sinkt dadurch nämlich erheblich. Und dies ist die dritte, nicht minder wichtige Komponente des strategischen Coups, den Netanyahu landen konnte. Sein Ziel, das Teheraner Regime irgendwann in einer Position zu haben, an dem es nicht mal mehr in der Lage ist, ausreichend Abschreckung gegen einen Enthauptungsschlag vorzuweisen. Dies war also ein sehr gut geplanter und diplomatisch ausgeklügelter Angriff, bei dem er die USA als Kommunikator eingespannt hat, um das Beste für Israel herauszuholen. 26.10.2024. Exklusiv. Israel schickte vor dem Angriff eine Nachricht an den Iran und warnte vor einer Reaktion. Die israelische Botschaft war ein Versuch, den laufenden Austausch von Angriffen zwischen Israel und dem Iran zu begrenzen und eine größere Eskalation zu verhindern. US-Amtsträger erklärten, dass sie erwarten, dass der Iran in den kommenden Tagen auf den israelischen Angriff reagieren wird, allerdings in einer begrenzten Weise, die es Israel ermöglichen wird, den Kreislauf der Vergeltung zu beenden. Unser Ziel ist es, die Diplomatie zu beschleunigen und die Spannung in der Nahostregion zu deeskalieren. Wir fordern den Iran auf, seine Angriffe auf Israel einzustellen, damit dieser Kreislauf der Kämpfe ohne weitere Eskalation beendet werden kann, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats Jean Savet. Keine Eskalation, alle sind glücklich und können zumindest offiziell ihr Gesicht wahren. Doch eines ist klar, der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist mit dieser Episode alles andere als beendet. Unabhängig davon, ob der Iran Vergeltung üben wird oder nicht, wird die Situation wahrscheinlich irgendwann wieder eskalieren, sei es direkt oder in Wochen, Monaten oder Jahren. Israel wird nicht dulden, dass das Mullah-Regime in den Besitz einer Atomwaffe gelangt. Es wird an seiner Strategie festhalten, es schrittweise zu schwächen, was zu einem völligen Verlust seiner Abschreckungsfähigkeiten führen könnte. Aber die demonstrierte konventionelle Überlegenheit Israels verändert das strategische Kalkül aller Beteiligten bereits jetzt
grundlegend. Je weiter Jerusalem die Bedrohung durch den Iran und seine Proxys zurückdrängt, desto mehr scheitert Putins Plan, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und vor allem die Ressourcen der US-Militärmacht im Nahen Osten zu binden. Durch diese Strategie soll Washington ja weniger Reserven für Europa und den Pazifikraum zur Verfügung haben. Doch nun schwächt Israel den Iran schrittweise, Schicht für Schicht. Während es dieses Jahr seine Stellvertreter erheblich dezimiert hat, zeigt es nun, dass es Teheran auch direkt angreifen kann, indem es seine Luftabwehr und militärische Infrastruktur schachmatt setzt. Die heutige Operation war also ein Schlag für die iranische Luftverteidigung, die trotz jahrelanger Behauptungen über ihre unbewiesenen Fähigkeiten ihre Wirkungslosigkeit gegenüber Israel unter Beweis gestellt hat. Das islamische Regime und seine Revolutionsgarden versuchen nun, ihren Ruf irgendwie zu retten, aber die Realität der Situation ist im Grunde genommen allen klar. Die entscheidende Frage wird also sein, wie der Iran und Russland auf diese neue Realität reagieren wollen.